Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Strothmann und ich möchte vermeiden, dass hier in 4 Jahren plötzlich in ein Netzwerk kommt und sagt, huch, mein DNS ist verschwunden. Es ändert sich nämlich gerade sehr viel im DNS und ich möchte euch so ein bisschen zeigen, wohin es gehen könnte. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken und vieles, was ich heute präsentiere, ist noch Zukunftsmusik. Sind Sachen, die derzeit in der ITF besprochen werden oder in Testbereichen schon ausprobiert werden, aber die ja noch nicht allgemein verfügbar sind, noch nicht allgemein benutzt werden. Aber die Tendenz geht dahin, dass eines dieser Techniken, die ich heute vorstellen werde, dass wir die in der Zukunft sehen werden und auch benutzen werden, möglicherweise auch mehrere davon. Ich werde erst einmal kurz aufzeigen, wo liegen die Probleme im DNS? Was will man mit diesen neuen Technologien denn überhaupt lösen? Dann schauen wir uns an, wie man Privatsphäre trotz DNS bekommt. Das ist noch die große Achillesferse beim DNS. Alle Anfragen heutzutage laufen unverschlüsselt. Das heißt, wer Zugriff auf den Netzwerkweg hat, Provider, aber auch Geheimdienste oder Datensammelfreaks, können da beliebige Daten sammeln und man sieht wirklich im DNS ungemein viel. Nicht umsonst gibt es große Anbieter wie Google, wie Cloudflare, die kostenlos einen öffentlichen DNS-Dienst anbieten. Warum tun sie das? Nicht aus Gutmenschentum, sondern weil sie dadurch einfach Zugriff auf ganz viele Daten bekommen und diese Daten sind wertvoll. Aus diesen Daten kann man sehr interessante Sachen ablesen. Und zum Ende gibt es dann eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Nun, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Carsten Strothmann. Ich schlage mich jetzt schon so über 27 Jahre mit dem DNS-Thema herum. Wenn ich nicht DNS und DNSSEC mache, dann mache ich noch ein bisschen DHCP und IPv6, bin dort Trainer und Helfer insofern, dass ich bei Firmen und Privatpersonen vorbeischaue, die ganz gerne eines dieser Technologien einsetzen würden. Und dann helfe ich denen, das so zu machen, dass es möglich nicht wehtut. Und wenn ich mal Zeit finde, bin ich auch bei der RIPE und der ITF unterwegs. Und aus meiner Tätigkeit als Beobachter bei der ITF haben sich jetzt auch diese Themen, die ich heute vorstellen möchte, ergeben. Aber erstmal, was haben wir für Probleme im DNS? Ganz, ganz kurz Grundlagen, wie das DNS funktioniert. Domain Name System, Namensauflösung im Internet, ist das Dienst, was uns, wenn wir einen Domainnamen, sowas wie www.froscon.de, wenn wir das ins Internet reinwerfen, dass wir dann eine IP-Adresse herausbekommen und mit dieser IP-Adresse kann unser Browser dann eine Webseite aufrufen. Ein ganz wichtiger Dienst, der es ermöglicht, dass wir das Internet benutzen, ohne dass wir die ganzen IP-Adressen alle auswendig lernen müssen. Ja, das wäre ja spannend, gerade bei IPv6. Und das DNS-Protokoll funktioniert so, wir haben ja einen DNS-Client, das ist hier ein Desktop-PC, das könnte aber auch genauso gut ein Mobiltelefon, ein Tablet oder ein IoT-Device sein. Das fragt einen DNS-Cache, auch DNS-Resolver genannt. Ups, falsche Richtung. So, der fragt so einen DNS-Cache. Dieser DNS-Cache guckt nach, ob er die Antwort von der Frage schon kennt, weil vielleicht jemand anders die gleiche Frage kurz vorher gestellt hat. In diesem Fall war das nicht der Fall. Dann geht er raus und sucht im Internet einen sogenannten autorativen Server, einen Server, der die Daten besitzt. Dieser Server gibt dann die Antwort zurück. Die Antwort wird gecached im DNS-Resolver und gelangt dann zurück an den Client. Das ist jetzt sehr simplifiziert. Eigentlich ist das Ganze noch ein bisschen komplexer, aber das soll jetzt für diese Sache reichen, für diesen Vortrag reichen. Jetzt gucken wir uns mal an, wo die Probleme sind. Das DNS-Protokoll ist 1983 spezifiziert worden und 1983 gab es im Internet ganze 400 Rechner. Und die Administratoren dieser 400 Rechner, die kannten sich alle persönlich, die haben sich 2-3 Mal im Jahr getroffen und man hatte sich nie überlegt, dass irgendwie im Internet irgendwann mal irgendwas Böses passieren kann. Insofern haben die Leute, die sich das DNS überlegt haben, dann auch keinerlei Sicherheitsfunktionen eingebaut. Deren Designkriterium war, es sollte möglichst dezentral funktionieren und es sollte möglichst schnell funktionieren. Und da war natürlich Sicherheit, Verschlüsselung, sowas gar kein Thema. 1983 hatte der durchschnittliche Internetrechner 256 Kilobyte Hauptspeicher und eine CPU, die war so langsam, dass jeder Taschenrechner heute viel schneller ist. Daher gibt es heute eine ganze Reihe von Angriffen auf die DNS-Infrastruktur. Zum Beispiel könnte ein Angreifer einen DNS-Cache übernehmen, könnte da falsche Daten einspeichern, kann dort aber auch die sämtliche Anfragen übernehmen. Das heißt,
schauen, wer stellt denn welche Fragen, welche Antworten kommen zurück und kann daher wunderbare Benutzungsprofile der Benutzer hier hinten auf den Clients erstellen, weil er genau sieht, wer geht denn zu den anonymen Alkoholikern, wer geht denn auf irgendwelche Schmuddelseiten oder sonstige Geschichten. Ja, diese Daten dort sind wirklich sehr interessant, wenn man da reingucken kann. Aber auch der Angreifer könnte im lokalen Netzwerk stecken und sich dort die Daten angucken. Der könnte sich auf einem Router eingenistet haben, durch eine Sicherheitslücke auf einem Kabel- oder DSL-Router und da einfach mitsniffen und schauen, was passiert. Oder was es auch schon vorgekommen hat, dass ein Virus, den man sich einfängt auf seinem PC, dass der die DNS-Konfiguration des Betriebssystems abändert und alle DNS-Anfragen dann nicht mehr an den DNS-Resolver im Unternehmensnetzwerk oder im Heimnetzwerk gehen, sondern dass die Anfragen dann zu dem DNS-Resolver unter Kontrolle des Angreifers, des bösartigen Kriminellen führen. Und der kann dann alle möglichen Schindluder damit betreiben, unter anderem auch Statistiken führen, wer denn was auflöst. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass ein Angreifer durch eine Sicherheitslücke in Server-Software im Betriebssystem einen DNS-alternativen Server übernimmt und dort die Daten ändert und dort auch guckt, naja, welche Anfragen kommen denn überhaupt hier an und möglicherweise sogar auch gefälschte Antworten herausgibt. Aufgrund dessen hat sich die ITF, das ist die Standardisierungsorganisation, die Internetstandards erzeugt, sogenannte RFCs, hat sich in den letzten Jahren überlegt, wie können wir das DNS sicherer machen und einige dieser Angriffe verhindern. Und daraus sind ein paar neue Protokollerweiterungen gekommen, die ich jetzt vorstellen möchte. Das ist einmal ist das, das DNS über HTTPS, das ist das Verstecken von DNS-Anfragen in ganz normaler Webkommunikation. DNS über TLS, das ist Transportverschlüsselung zwischen Client und DNS-Servern. Queue-Name Minimization, das reduziert die Metadaten, die gesendet werden und damit auch gesammelt werden können von neugierigen Mitspielern im Internet. Bei eDNS Padding, da werde ich gar nicht so im Detail eingehen, das hilft beim Verstecken der DNS-Daten in verschlüsselten Verbindungen, weil DNS-Anfragen und Antworten von der Größe her andere Muster haben als Webseiten. Wenn ich jetzt zwar verschlüssle und dadurch ein Angreifer nicht mehr sehen kann, was genau für Daten hin und her fließen, könnte er trotzdem an der Größe der Pakete doch unterscheiden, ist das jetzt eine Webseite oder ist das eine DNS-Anfrage für www.froscon.de. Und damit das schwieriger gemacht wird, hat man ein Padding definiert und dem Padding wird einfach den DNS-Daten dann noch Zufallsdaten hinzugefügt, die keinerlei anderen Sinn haben, als die Pakete größer zu machen, damit es mehr so aussieht, als wenn es Web-Traffic wäre. Ist zwar nicht mehr so toll in der Geschwindigkeit, aber hilft dann dabei, das DNS-Traffic im HTTPS zu verhindern. Und ganz unten noch, es gibt eine Idee und ein RFC schon dazu, wie man DNSSEC, insbesondere NSEC und NSEC3 im DNSSEC verwenden kann, um die Denial-of-Service-Angriffe per DNSSEC abwehren zu können. So, das Erste, was ich euch vorstellen möchte, ist DNS über HTTPS. Das habe ich vorgezogen, obwohl das eigentlich das jüngste der neuen Protokolle ist und obwohl das noch gar nicht standardisiert ist. Es gibt noch keinen RFC. Ich habe es deswegen vorgezogen, weil das Anfang August diesen Jahres in der deutschen Presse ein bisschen Wellen geschlagen hat. Das hat angefangen damit, dass ein Blogger aus der Schweiz darüber geschrieben hat, dass Firefox und die Firma Mozilla, die dahinter steckt, jetzt alle Benutzer vom Firefox ausliefern möchte an amerikanische Content-Delivery-Netzwerke, namentlich Cloudflare. Was war da passiert? Der Patrick McManus, der arbeitet bei Mozilla und ist einer der Autoren von diesem neuen Standard. Und wenn Mozilla selber an so einem Standard mitarbeitet, dann haben die auch ein Interesse daran, das wirklich mal in der Praxis auszuprobieren. Und seit Firefox Nummer 61 gibt es diese Funktionalität, obwohl sie noch nicht standardisiert ist, im Firefox drin. Sie ist aber ausgeschaltet. Man muss explizit hingehen als Benutzer und sie anschalten. Und um diese Technologie benutzen zu können, muss man auch im Internet irgendwelche Server haben, gegen die man die benutzt. Und weil Mozilla selber gar nicht solche Infrastruktur hat und weil man, wenn man so etwas im Firefox
zwar ausliefert, aber auch nicht anschaltet, kann man trotzdem manchmal davon ausgehen, dass wenn irgendjemand in einem Blogpost schreibt, wie das angeschaltet wird und sich das auf Twitter verbreitet, dass möglicherweise an einem Tag mehrere 10.000 Leute das anschalten in ihrem Firefox und das mal ausprobieren wollen. Entsprechend groß und ausfallsicher muss die Infrastruktur sein. Was hat Mozilla gemacht? Sie sind zu dem CDN-Anbieter Cloudflare gegangen, der halt schon eine öffentliche DNS-Resolver-Infrastruktur hat, nämlich 1.1.1.1, hat mit denen einen speziellen Vertrag gemacht, hat gesagt, hier, wir wollen das mal testen, wir brauchen eine Serverinfrastruktur, macht ihr mit? Wir brauchen aber extra Privatsphäre, deswegen machen wir einen extra Vertrag. Es gibt dann einen extra Server und wenn der benutzt wird, dann dürft ihr nicht so viel Daten mitprotokollieren, wie ihr das normalerweise tut. So, das war jetzt aber erstmal nur für diesen Test gedacht. Mozilla hat nie irgendwann gesagt, dass sie diese Funktionalität über Cloudflare für allgemein für alle Firefox-Benutzer anschalten werden. Aber genau das hat dieser Blogpost aus der Schweiz suggestiert. Der hat zwar hinterher rückgerudert und ein Update auf seinem Blog gemacht, dann war es aber schon draußen und Fefe und Golem und Heise und alle haben darüber berichtet und der Aufschrei war groß, dass doch jetzt Mozilla alle Leute ausliefern möchte einem amerikanischen Datensammler. Das ist, denke ich mal, nicht so. Das werden die nicht so machen. Aber worum geht es überhaupt? Es geht hier darum, dass man die DNS-Auflösung, die heutzutage über ein eigenes Protokoll läuft, nämlich das DNS-Protokoll, was hauptsächlich hier UDP-basiert ist, dass man das im ganz normalen Web-Traffic versteckt, im HTTPS. Dabei werden die ganz normalen DNS-Daten, DNS-Anfragen und DNS-Antworten einfach eingebettet in Web-Anfragen und zu einem Web-Server geschickt und der macht dann die Namensauflösung und liefert mir die Daten zurück. Das gibt uns Verschlüsselung und Authentisierung. Wir wissen, dass die Daten nicht mitgelesen werden können, nicht zwischen Client und Server, den wir anfragen. Wir wissen auch, dass die Daten nicht manipuliert werden konnten und wir wissen, mit welchem Server wir gesprochen haben, weil wir dessen Zertifikat gesehen haben und das in irgendeiner Weise prüfen könnten. So, hier sieht man ein Schaubild, wie das aussehen könnte. Hier ist der Client. Der geht jetzt nicht mehr zu seinem lokalen DNS-Cache, sondern der geht raus zu einem Webserver. Dieser Webserver ist jetzt einer, der zum Beispiel von Cloudflare bereitgestellt wird, aber das könnte in der Zukunft ein beliebiger Webserver sein. Das könnte Froscon sein, das könnte ccc.de sein, das könnte heise.de sein, das könnte Spiegel Online sein. Beliebige Webserver, die es im Internet gibt, können diesen Dienst anbieten. Der Webserver fragt dann, sein DNS-Cache, der im gleichen Rechenzentrum steht, der macht eine Namensauflösung ganz traditionell über DNS, über UDP und fragt die autorativen Server an, hier example.org. Antwort geht über den gleichen Weg zurück. Was hat das jetzt für Vorteile? Ja, auf diesem Weg hier haben wir Verschlüsselung und wir haben Authentisierung. Und auf dem lokalen Weg und wenn das hier der DNS-Cache eines Providers wäre, könnte der Provider oder könnte jemand als Angreifer im lokalen Netz nicht mehr mitsniffen und mitkriegen, was für Namen werden da aufgelöst. Wohin gehe ich überhaupt? Das wird nicht mehr gesehen. Sicher aber klar, der Betreiber dieses Webservers hier, der sieht das. Der kann die Daten sammeln. Und wenn der hier nur Cloudflare heißt und der Einzige ist, der sowas anbietet, ja, dann sieht der alles, was in der Welt passiert. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck und das ist auch nicht die Idee von Mozilla. Es gibt eine Arbeitsgruppe in der IETF. Die IETF hat sich zum letzten Mal in Montreal im Juni diesen Jahres getroffen. Und gerade dort haben die Mozilla-Mitarbeiter mit anderen stark diskutiert, wie kann man das denn möglichst dezentral machen und wie kann man dafür sorgen, dass es entsprechend nicht eine Zentralisierung gibt, dass es nicht nur ein paar wenige große DNS-Resolver gibt, die das anbieten, sondern dass das möglichst alle Webserver auf der gesamten Welt machen können. Und dass man seine DNS-Anfragen auf tausende verschiedene Webserver verteilen kann, dann ist es nämlich unmöglich für einen einzelnen Akteur, alle Daten wieder zusammenzutragen und Profile zu bilden. Und einer der Ideen, die dort diskutiert wurden, aber es ist noch nicht entschieden, ist, dass die Webserver zum Beispiel über einen bestimmten Header signalisieren können, hey, ich kann auch DNS über HTTPS, du darfst mich auch beliebige andere DNS-Anfragen fragen, nicht nur Fragen nach meiner Webseite. Warum möchte man das überhaupt machen? HTTPS wird wenig gefiltert, weil HTTPS ist heutzutage das Protokoll, was benötigt wird, um Webseiten abzurufen. Selbst in sehr restriktiven Netzwerken, in Ländern, sage ich mal, mit Regierungen, mit starkem Sicherheitsbedürfnis,
wird HTTPS sehr selten gefiltert. Während DNS häufig punktuell gefiltert wird. Da wird halt die Abfrage nach Facebook.com gefiltert und an eine andere IP-Adresse oder eine Anfrage nach irgendeiner Nichtregierungsorganisation wird dann auch abgelenkt. Und das möchte man verhindern. Man möchte das DNS zensurresistenter machen dadurch. Indem man sagt, wenn die DNS-Anfragen nicht mehr unterscheidbar sind von den HTTPS-Anfragen, um dann das DNS zu blocken, müsste ein Akteur, vielleicht auch ein staatlicher Akteur, komplett Port 443 HTTPS blocken und damit komplett den Zugang zum Internet, so wie es der normale Benutzer kennt, komplett wegblocken. Und das ist sehr, sehr schwierig. Da werden jetzt einige von euch sagen, ja, aber man kann doch auch bei TLS und HTTPS Man in the Middle machen. Man kann sich doch dazwischen packen. Ja, geht bei TLS 1.1 und 1.2, das, was wir heute benutzen, aber vor, glaube 3 Wochen ist TLS 1.3 als RFC veröffentlicht worden. Das ist die neueste Version dieses Verschlüsselungsprotokoll, was das HTTPS ausmacht. Und diese neue Version lässt sich nicht mehr mit Man in the Middle brechen. Nicht mehr auf der Firewall, auch in Unternehmensnetzen ist das dann nicht mehr möglich, dass die Kommunikation aufgebrochen wird und es da reingeguckt wird. Entweder man kann es komplett blocken, aber dann funktioniert das Internet nicht mehr, dann funktioniert keine Webseite mehr heutzutage, oder man lässt es durch. Was anderes gibt es da nicht. Und davon profitiert auch DNS über HTTPS. Dazu kommt, dass DNS über HTTPS kann sehr einfach aus Webanwendungen benutzt werden. Heutzutage ein JavaScript-Programmierer, der in einem Webbrowser eine Anwendung laufen hat und DNS-Anfragen machen kann, der kann maximal IP-Adressen auflösen, also A- und Quad-A-Rekord für IPv4 und IPv6. Er kann aber nicht mal einen MX-Rekord abfragen oder einen SAV-Rekord oder einen TLSA-Rekord oder alle schöne Funktionalitäten, die das DNS bereitstellt, weil es da gar keine APIs dafür gibt. Wenn das aber alles über HTTPS ist und wenn das ganz normale Webanfragen sind, dann ist das etwas, was JavaScript wunderbar kann. Und das kann es schon lange. Und die Webprogrammierer wissen genau, wie sowas funktioniert. Das heißt, die haben jetzt plötzlich viel mehr Werkzeuge in ihrer Arbeitsbox, um bessere, schönere, tollere Anwendungen schreiben zu können, die mit DNS funktionieren und die vielleicht irgendwelche Parameter aus dem DNS abfragen können. Und wenn wir mal von JavaScript weggehen, HTTPS-APIs gibt es eigentlich in jeder Programmiersprache. Python, Ruby, Lua, eigentlich alles, was da keucht und fleucht, hat irgendeine API, um per HTTPS irgendwelche Webseiten abzufragen. Und die können dann auch out of the box das ganze DNS machen. Die Entwicklung von DNS über HTTPS war die schnellste, die ich jemals in der ITF soweit verfolgt habe. Normalerweise dauert es von erster Idee bis Standard, das heißt bis RFC-Dokument veröffentlicht, mehrere Jahre. Ich habe schon Standards gesehen, die haben 12 oder 15 Jahre in der ITF verbracht, bis sie überhaupt Standard geworden sind. DNSSEC alleine hat über 12 Jahre gebraucht, von der ersten Idee, bis es dann hinterher Standard war. Hier war es so, im Sommer hatten die Leute die erste Idee. Im November 2017 wurde die Arbeitsgruppe gegründet. Im März 2018 war die Arbeit abgeschlossen, das Dokument war fertig. Im April gab es den sogenannten Working Group Last Call. Working Group Last Call ist so wie bei einer Hochzeit, wo dann der Pfarrer fragt, und hat noch jemand gegen diese Vereinigung zwischen diesen beiden Personen irgendetwas auszusetzen? Wenn nicht, dann schweigt für immer. Und so ist Working Group Last Call. Da wird nochmal gesagt, hat jemand Bedenken bei diesem Standard, dann darf er jetzt nochmal was sagen. Wer dann innerhalb von 2 Wochen nichts sagt, dann geht das Ganze zum RFC-Editor und da liegt es jetzt gerade. Es wird also gerade nur noch formell geprüft. Es wird geguckt, gibt es irgendwelche Schreibfehler in dem Dokument, sind vielleicht irgendwelche Links falsch gesetzt in dem Dokument, aber die technische Arbeit ist abgeschlossen und der RFC kann eigentlich jeden Tag erscheinen. Es gibt auch schon Implementierungen, unter anderem von Google, von Facebook auf der Serverseite und Clients gibt es, wie gesagt, im Firefox. Es gibt auch unter Debian, Ubuntu schon fertige Pakete, die ich mit einem einfachen apt-install-Paketname installieren kann und dann habe ich DNS über HTTPS laufen bei mir im System. Was man beachten muss und was kommen wird, ist, wenn das Ganze verschlüsselt ist, dann kann ich nicht mehr reingucken. Das wird Admins wehtun. Admins, die bisher Sicherheitsfunktionalitäten benutzt haben aufgrund der Tatsache, dass sie DNS überwachen konnten.
Das wird es nicht mehr geben. Und das ist ein Satz aus dem Draft, den es über HTTPS. Filtering or inspection systems that rely on unsecured transport of DNS will not function in a DNS over HTTPS environment. Das beinhaltet Intrusion Detection Systeme. Das beinhaltet etwas, das nennt sich Passive DNS, wo man alle DNS-Daten sammelt und das forensische Analyse hinterher reinguckt. War da eine Frage? Bitteschön. Wenn ich eine Domain reserviere, muss ich nach wie vor herkömmliche DNS-Server, mindestens 2 Stück, irgendwo hinstellen. Und ich kann nicht irgendwo das durch einen HTTPS-Server ersetzen. Denn dann gegebenenfalls traditionelle Resolver fragen könnten. Exakt. Ich muss als Betreiber von DNS-Daten bisher noch ganz klassische DNS-Server, sogenannte autorative Server im Internet haben. Da gibt es auch keine Pläne, das irgendwie zu ändern, sondern das DNS über HTTPS bezieht sich nur auf die Kommunikation zwischen Client-Systemen, das heißt Betriebssystemen, und dem Resolver im Cache. Nicht in der weiteren Kommunikation zwischen dem Cache und dem übrigen DNS, den autorativen Server. Da bleibt alles beim Alten. Hier ist, bin ich noch dran? Hallo? Guck mal gerade nach. Jetzt bin ich wieder da. Sehr gut. Also, wie gesagt, beim Firefox 61 kann ich es manuell anschalten. Ich habe hier hinter auch noch einen Link gelegt, was man da alles konfigurieren kann. Und es gibt in Firefox eine Seite, die nennt sich About:Networking. Und wenn man die aufruft, kriegt man diese Seite und dann kann man auf DNS auswählen. Und dann sieht man alle Namensauflösungen, die der Firefox gemacht hat, über welches Transportprotokoll, IPv4 oder IPv6, er das gemacht hat. Und dann gibt es eine neue Spalte jetzt, die nennt sich TRR. TRR steht für Trusted Recursive Resolver. Das ist der DNS-Resolver, den Firefox benutzt hat, um diese Adresse aufzulesen. Und wenn da True steht, dann hat er schon DNS über HTTPS benutzt. Und wenn da False steht, dann hat er noch klassisches DNS benutzt. Manchmal muss er halt auch klassisches DNS benutzen, wenn man zum Beispiel in einer Firma den Firefox benutzt und es dort lokale Domainnamen gibt. Namen, die eigentlich nur innerhalb der Firma überhaupt Gültigkeit haben, sowas wie Active Directory Domainnamen, die kann er aus dem Internet ja gar nicht finden. Und deswegen gibt es da ein Fallback. Er versucht es erst einmal nach draußen über DNS, über HTTPS. Wenn es nicht klappt, versucht er es über klassisches DNS. Wenn er dort eine Namensauflösung kriegt, merkt sich der Firefox das in einer internen Datenbank und wird es beim nächsten Mal für den gleichen Namen nicht wieder nach draußen verwenden. Frag. Erstmal ja. Deswegen ist, also wenn ich bei Firmen bin, sage ich immer, interne Domainnamen zu verwenden ist nicht sinnvoll, sondern was ihr benutzen sollt, ist ein offiziell im Internet registrierte Domain, die ihr im Internet aber nicht benutzt, sondern nur intern benutzt, von der ihr aber eine Delegation aus der Top-Level-Domain auf Dummy-Server habt. Dann passiert das nämlich nicht, dann wird es nämlich so nicht geleakt, sondern dann wird der Verweis wieder auf eure eigenen Server zurückgepackt und die sagen dann, okay, über diesen Weg kommst du nicht rein. Die geben halt eine negative Antwort raus, aber die Anfrage wird nicht nach außen geleakt oder nur ganz kurz. Das ist aber heute schon auf jeden Fall der Fall. Das könnt ihr gar nicht vermeiden, das passiert immer. Auch ohne DNS über HTTPS. Wo gibt es bisher Implementierungen? Neben dem Firefox hat der Bromite Browser, das ist ein Chromium plus Adblocking plus Privacy Extension, den habe ich noch nie ausprobiert, sieht aber ganz interessant aus. Der hat es jetzt schon implementiert und der Curl, der wird es implementieren, diese Kommandozeilenschnittstelle. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil der Daniel Stenberg, der das Curl-Projekt führt, der ist heutzutage bei Mozilla angestellt und der hat DNS über HTTPS im Firefox implementiert. Das heißt, das ist mehr oder weniger der gleiche Programmierer. Es ist der gleiche Programmierer, der beide Sachen implementiert. Auf der Resolver-Server-Seite gibt es eine größere Reihe schon von Open-Source-Projekten, die man da benutzen kann, wenn man sich selber einen DNS über HTTPS-Server aufsetzen möchte oder wenn man in seinem Betriebssystem einen Proxy aufsetzen möchte, der ein normales DNS nach DNS über HTTPS proxied. Den ich benutze, weil er ziemlich einfach zu benutzen ist und weil es den auch schon in Debian und Ubuntu und eigentlich allen Debian-Derivaten im Paket gibt, ist der DNSS.
Der kann beide Richtungen, der kann normales DNS nach DNS über HTTPS Proxy machen, das brauche ich auf dem Client, und der kann auch DNS über HTTPS nach normalem DNS, das brauche ich auf der Serverseite. Hier sind eine Reihe von Anbietern, natürlich Cloudflare. Die obere URL, das ist das, wo viel getrackt wird. Das andere ist die Mozilla-URL, da wird weniger getrackt. Mozilla hat da auch ein Dokument veröffentlicht, wo genau steht, was überhaupt getrackt wird und in welchem Umfang. Dann gibt es Clean Browsing, das ist eine Organisation, Firma, Projekt, die DNS-Content-Filter bereitstellt. Das heißt, die blocken bestimmte Sachen weg, die man nicht haben möchte, ähnlich so wie das OpenDNS macht. PowerDNS, die Leute, die einen PowerDNS-Server erstellen, ein bekannter Open-Source-DNS-Server, die haben einen eigenen Dienst aufgemacht, mit dem man das testen kann. BlaDNS ist auch ein Anbieter, der speziell darauf Wert legt, dass dass nichts gelockt wird und das Ganze auf Datenschutz ausgelegt ist. Und dann gibt es noch SecureDNS, ein weiterer Anbieter, und es kommen eigentlich regelmäßig wieder neue dazu. Ähnliche Entwicklung gibt es. Google hat so etwas wie DNS über HTTPS schon vorher implementiert gehabt. Das war aber DNS über JSON, über HTTPS, über TCP. Das heißt, da wurden die DNS-Daten nochmal in JSON erst umgewandelt, anstatt das binär zu senden. Das derzeitige ITF-Protokoll sendet Binärdaten und keine JSON-Daten. Dieses Google-Protokoll wurde auch von OpenResolve implementiert, und dann gibt es dort auch Client- und Server-Implementationen, Open Source, die man benutzen kann. So, das war DNS über HTTPS. Wir können auch ganz gerne am Ende noch drüber diskutieren. Ich möchte erstmal noch die anderen Technologien als Kontrast dazu vorstellen, weil die versuchen, ähnliche Probleme zu lösen. Wieder wäre das DNS über TLS. Der Unterschied hier ist, dass hier das DNS-Protokoll ganz einfach über das TLS-Verschlüsselungsprotokoll eingepackt wird, es aber nicht noch in HTTPS ist und nicht über Port 443 läuft, sondern einen eigenen dedizierten Port 853 hat. Das ist das ältere. RFC 7858 ist jetzt so 3,5 Jahre alt. Das heißt, ist nicht ganz brandfrisch, aber auch nicht alt. Und das bietet mir Verschlüsselung und Authentisierung, entweder über das CA-Modell, das heißt, ich besorge mir ein Zertifikat bei einem der Zertifizierungsstellen oder bei Let's Encrypt, oder ich mache mir ein selbst signiertes Zertifikat und packe die Fingerabdrücke per TLS-A-Record ins DNS. Wer dafür mehr wissen möchte, ich habe vor 4 Jahren hier auf der Frostcon einen Vortrag gehalten, Dänen lügen nicht, und da geht es genau um das Thema Dane, und da erkläre ich, wie das funktioniert. Hier sehen wir nochmal die klassische Namensauflösung. Das wäre jetzt Standard, wie das heute gemacht wird, DNS über UDP. UDP vom Client zum Caching-Server. Der Caching-Server spricht mit einem Rootname-Server, mit einem Top-Level-Domain-Server, mit einem Second-Level-Domain-Server, der für die Domain zuständig ist, und kriegt dann die Daten zurück. Alles unverschlüsselt, alles UDP oder TCP. Die Daten können wunderbar mitgeschnitten werden. DNS über TLS verschlüsselt jetzt mit TLS zu einem DNS über TLS Resolver. Das kann natürlich der hier unten sein, das könnte der sein, wenn er das anbietet, tut er aber heute nicht. Ich habe bisher keinen ISP in Deutschland gesehen, der DNS über TLS anbietet, noch habe ich irgendein Firmennetzwerk gesehen, wo DNS über TLS angeboten wird. Aber Android 9, Android Pi, was jetzt gerade rausgekommen ist, machte DNS über TLS. Das heißt, da wird geguckt, gibt es den Port 853 auf dem lokalen Resolver, den man per DHCP dem Gerät mitgeteilt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht das Android-Telefon nach Google, weil Google natürlich DNS über TLS anbietet und liefert da die DNS-Anfragen ab. Google argumentiert, das erhöht die Sicherheit und die Privatsphäre der Benutzer. Das stimmt auch in einigen Gegenden der Welt, möglicherweise nicht bei uns, aber wenn ich mal nach Asien gucke oder so weiter, dann ja, ist es wahrscheinlich besser, wenn die Leute, die dort ihre Handys benutzen, wenn die Daten bei Google abliefern, als wenn sie die Daten bei ihrem lokalen ISP-Regierung abliefern. Da ist Google das kleinere Übel, aber natürlich ist es nicht schön, wenn die Daten alle bei Google abgeliefert werden. Das hat auch seine Probleme.
Das könnte man umgehen, indem man einen DNS über TLS-Dienst auch im eigenen Netzwerk anbietet, sodass Android 9 Geräte den finden und auch gleich benutzen können. Dann machen die das nämlich und dann gehen die nicht zu Google. Wo DNS über TLS auch sehr sinnvoll ist, ist, wenn man ein Forwarding betreibt, was eigentlich heutzutage aus technischer Sicht gar nicht mehr sinnvoll und notwendig ist, aber so aus historischer Gewohnheit viele DNS-Admins immer noch machen, dass sie ihren eigenen DNS-Resolver so konfigurieren, dass der die Anfragen einfach weiterschickt zum ISP und der ISP schickt das raus. Das war so in den 80er und 90er Jahren hat man das gemacht, weil die eigene Netzwerkanbindung so langsam war und der ISP halt entsprechend eine schnelle Anbindung hatte. Heute mit DSL und Glasfaser und alles, was wir haben, ja, selbst wenn ihr einen ganz langsamen DSL-Anschluss habt, das DNS-Protokoll ist so klein und so leichtgewichtig. Ein Forwarding zu einem ISP ist in den allermeisten Fällen langsamer, als wenn ihr das selber macht. Aber trotzdem, okay, wer es machen möchte, da wäre es sinnvoll, auch hier DNS über TLS einzusetzen, um diesen Transportweg auch noch abzusichern, dass da niemand dazwischen funken kann, Daten verändern kann und auch nicht mitsniffen kann. Wie sieht es bei der Geschwindigkeit aus? Man könnte ja denken, dass wenn wir vorher DNS über UDP haben, das ist ja extra auf UDP getrimmt gewesen, damit es so schnell ist, und wir gehen jetzt auf TCP, das ist schon mal langsamer, und dann verschlüsseln wir auch noch mit TLS obendrauf, das muss ja um ein Vielfaches langsamer sein. Nein, ist es nicht, weil wir hier über die Kommunikation vom Client zu einem Resolver sprechen. Und so ein Client hat in der Regel 1 bis 3 Resolver, mit denen er spricht. In einem Unix-Umfeld, weil die etc-resolve.conf nur 3 Einträge, Nameserver-Einträge, überhaupt versteht. Ein Windows-Gerät kann 20 oder mehr. Kein Problem, trotzdem wird da klassischerweise auch immer nur 2, 3, 4 DNS-Resolver eingesetzt und benutzt. Und der Client, sobald er einmal die Verbindung offen hat zu den Resolvern, hält er die Verbindung offen. Das heißt, er macht einmal die TCP-Verbindung, macht den TLS-Handshake, hält die dann offen und schickt die Anfragen darüber. Und sobald das geschehen ist, sobald die Verbindungen offen sind, haben wir eigentlich keine messbaren Geschwindigkeitsunterschiede mehr, weil das TLS ziemlich gut optimiert ist heutzutage. Und noch besser wird's mit TLS 1.3, weil dann haben wir Pipelining, das heißt Out-of-Order, Senden von Daten, TCP Fast Open und Zero Roundtrip Time. Das heißt, auch dann, wenn der Server sagt, oh, ich habe jetzt zu viele Verbindungen offen, meine Ressourcen werden knapp, ich trenne jetzt die Verbindung zu folgendem Client, weil der hat seit 2 Minuten keine Frage mehr gestellt. Dann, wenn der Client die Verbindung wieder aufmachen möchte, wegen Zero Roundtrip Time Resume im TLS 1.3, kann er sofort Daten schicken und wir haben keinerlei extra Overhead über einen Verbindungsaufbau, keinen weiteren Krypto-Handshake oder ähnliches. Man muss allerdings sagen, dass die derzeit verfügbaren Implementationen, die es in Open Source Software gibt, nicht dahingehend optimiert sind. Ich habe das im August 2017 getestet mit Proof of Concept Code, den ein paar Leute geschrieben haben, und da bin ich bis auf die Messungenauigkeit geschwindigkeitsmäßig an das original alte DNS rangekommen. Mit den bisherigen Implementationen, die da sind, haben wir teilweise 25% Geschwindigkeitsreduktion. Das wird sich aber ändern. Je mehr das benutzt wird und je stabiler auch die Software wird. Das Ganze ist ja noch relativ neu. Wir können DNS über TLS in 2 verschiedenen Modi betreiben. Einmal den opportunistischen Modus, bedeutet, versuche Verschlüsselung zu dem Server, aber wenn es nicht klappt, dann sprich trotzdem mit dem. Das ist das, was heute auch so im E-Mail-Verkehr gemacht wird. Oder wir können konfigurieren, dass wir strict haben wollen. Damit sagen wir wollen auf jeden Fall unseren DNS-Traffic verschlüsselt haben. Und wenn er nicht verschlüsselt ist oder wenn der Server sich nicht richtig authentisiert, das heißt, wenn er ein Zertifikat vorweist, was abgelaufen ist oder was irgendwie anrüchig ist, dann will ich mit dem gar nicht sprechen. Dann verzichte ich lieber auf das DNS und gebe meinem Benutzer eine Fehlermeldung, als dass ich irgendwas Unsicheres mache und die Daten im Klartext hinschicke. Das ist Sache des Betreibers oder des Admins der jeweiligen Arbeitsstation, was er dann da festlegen möchte. Welche Implementierung gibt es schon? Wie angesagt, Android 9 macht das.
Moderne SystemDs machen das, können das machen, muss ich aber freischalten. Das heißt, wer Fedora 28 schon hat oder das neue Ubuntu, was jetzt im Herbst rauskommen wird, das 18.10, da die Beta ausprobiert, der wird ein SystemD haben, der den es über TLS schon eingebaut hat. Es ist noch nicht von Hause aus freigeschaltet, aber man kann es in der Konfigurationsdatei vom SystemD einfach anschalten und dann ausprobieren. Und dann läuft es gleich systemweit im ganzen Linux. Auf der Client-Seite sonst gibt es den Not-DNS-Resolver, den Unbound-Resolver und von PowerDNS den DNS-Dist-Load-Balancer, die alle DNS über TLS schon unterstützen. Dann gibt es den Stubby, den Privacy-Daemon, den gibt es für Linux, Windows und macOS. Der kann das und es gibt mit JDNS-Proxy eine Implementation in Java. Die kann man auch benutzen. Und serverseitig gibt es den Core-DNS, TentaDNS und man kann jeden beliebigen DNS-Server mit S-Tunnel, HA-Proxy, Nginx oder RelayD, das heißt mit einem TLS-Reverse-Proxy, wie ich ihn normalerweise auch vor eine Webseite schalten würde, kann ich den DNS über TLS fähig machen. Das heißt, wenn ich einen normalen Bind 9 benutze oder einen Microsoft-DNS-Server, stelle ich da einfach eins dieser Reverse-Proxy-Geschichten davor und plopp, ich habe einen DNS über TLS-Server zu meinem bisherigen Server. Das macht gar nicht viel Arbeit und ist in ein paar Minuten gemacht. Im Internet gibt es einige Anbieter. Cloudflare ist auch mit dabei. Quad9, 9999 macht das. Surfnet, das sind die Universitätsnetzwerke der Niederlande. Die haben ein Produktionsnetzwerk, also die DNS-Resolver, über denen auch die ganzen Studenten der ganzen Universitäten in den Niederlanden surfen, die haben DNS über TLS und das ist auch nach außen benutzbar. Das heißt auch wir, auch wenn wir nicht Studenten in den Niederlanden sind, dürfen das benutzen. Die Firma VeriSign, die Com und Net als Top-Level-Domain betreibt und den A-Rootname-Server, die haben das auch im Angebot. Und es gibt noch viele weitere Server, die man auf der Seite des DNS-Privacy-Projektes lesen kann. Das in dieser Präsentation sind das alles Links. Ihr könnt später, wenn ihr die Präsentation habt, da draufklicken, kommt dann auf die Webseite, findet die Informationen und wie ihr euren Rechner so konfigurieren könnt. Jetzt das letzte Transportprotokoll und das ist noch etwas, was in der Zukunft kommen wird, aber was ganz schnell anscheinend kommt, ist DNS über QUIC. Das ist etwas Ähnliches wie DNS über HTTPS, nur über das Nachfolgeprotokoll vom HTTPS. Google hat vor einigen Jahren angefangen, ein neues Protokoll für Webzugriffe zu designen. Das nennt sich QUIC. Und wer den Chrome-Browser benutzt und wer den Chrome-Browser benutzt, um YouTube aufzurufen oder die Google-Suchseite zu benutzen, der benutzt seit ungefähr 3 Jahren auch schon QUIC. Weil zwischen Google-Browsern und Google-Webseiten wird dieses Protokoll schon benutzt und Google hat das auch benutzt, um dieses Protokoll da zu tunen. Und irgendwann waren sie zufrieden mit dem, was sie da gebaut haben und sind damit zur ITF gegangen und haben gesagt, hier, wir haben hier ein schickes neues Protokoll. Das ist schneller, das ist stabiler, das ist sicherer als das alte HTTPS und wir würden das gerne standardisieren und das wird jetzt gerade standardisiert. Und als die damit zur ITF gegangen sind, da haben die anderen Arbeitsgruppen von der ITF so große Ohren gekriegt und haben gesagt, oh, das ist ja tolles Protokoll, das kann man ja auch für was anderes benutzen, außer HTTP, also außer für Webseiten, sodass es heutzutage in den Arbeitsgruppen in entsprechenden Projekte gibt, um SMTP über QUIC zu machen und FTP über QUIC, sage ich jetzt mal, und SIP über QUIC. Und natürlich DNS über QUIC durfte da auch nicht fehlen. QUIC läuft über UDP, nicht über TCP und ist, und das ist das besondere, Bestandteil von Anwendungen, nicht im Betriebssystemkern. Das heißt, es ist nie gedacht, dass QUIC irgendwann im Linux-Kernel oder im Windows-Kernel implementiert wird, sondern es wird in den Anwendungen implementiert und gibt auch dadurch den Anwendungen die Möglichkeit, viel schneller Innovationen voranzutreiben, als das bei neuen Protokollen in Betriebssystemkernen der Fall ist. Weil das dauert echt lange. Wenn heute was in den Linux-Kern reinkommt, dann dauert das noch einige Jahre, bis das in den Distributionen kommt. Und dann dauert es noch einige Jahre, bis die Anwender ihre Enterprise-Distributionen ausgetauscht haben, damit es dann auch wirklich im Internet sichtbar wird. Ja, wenn heute etwas neu in den Linux-Kernel kommt, dann kann das im ungünstigsten Falle 10 Jahre dauern, bis das wirklich im Internet sichtbar wird, weil so lange dauert das,
bis dann die Benutzer von Enterprise, sage ich mal, von Red Hat Enterprise Linux oder ähnlichem, auf die neue Version gehen, die diese Funktion dann drin hat. Und das war Google und das ist auch anderen Leuten einfach viel zu lang. Ja? Das beinhaltet schon TLS 1.3 und beinhaltet auch diese Zero Roundtrip Time, also die ganzen schönen Sachen, die HTTPS mit TLS 1.3 hat, sind da schon drin. Und die Geschwindigkeit hier ist direkt vergleichbar mit klassischem DNS über UDP. Das würde dann genauso funktionieren. Client fragt an einen Quick-Webserver. Der fragt einen DNS-Cache und der geht dann hin und fragt den autorativen Server. Jetzt habe ich hier hintergeschrieben Google-Fragezeichen, weil das natürlich ein Protokoll ist, was aus Google kommt. Und da müssen wir aufpassen, dass nicht nur Google das implementiert, weil das wird wahrscheinlich irgendwann auch im Android erscheinen und möglicherweise auch im iPhone oder so. Und wenn dann nur Google eine Infrastruktur bereitstellt, wo man das benutzen kann, dann werden automatisch die ganzen Geräte und auch der Chrome-Browser und so weiter auch nur Google benutzen. Und das wäre echt unschön. Deswegen, auch wenn wir das vielleicht nicht lieben, dass es diese Entwicklung gibt, ist es doch möglicherweise notwendig, dass wir alternative Infrastruktur betreiben, die es den Client ermöglichen, auch außerhalb von Google und außerhalb von Cloudflare Server zu finden, wo sie diese Protokolle benutzen können. Hier ist ein Vergleich, den der Christian Hüttemer, der das eingebracht hat, in der IETF aufgebaut hat, zwischen den verschiedenen Protokollen. Hier ist das klassische DNS. Hier ist DNS über TCP, DNS über TLS, DNS über Datagram TLS und hier ist es über Quick. Wie man erwarten könnte, ist bei Quick alles grün, alles gut, während die anderen mehr oder weniger immer ihre Schwachstellen haben. Ja, entweder ist es nicht sicher genug oder sie haben Probleme mit großen Nachrichten, mit DNSSEC-Nachrichten, haben kein Zwei-Wege-Handshake und Quick würde alle Probleme auf einmal lösen. Wo das ein bisschen ungerecht ist insofern, weil hier TLS 1.2 verglichen wird. TLS 1.3 hat ähnliche Funktionalitäten wie Quick. Das heißt, bei DNS über TLS und da TLS 1.3 wäre das genauso gut. Und DNS über HTTPS taucht hier gar nicht auf, wäre auch ähnlich wie bei Quick. Aber das Quick kommt und das werden wir auch in den Produkten sehen. Aber das ist noch 2, 3, 4 Jahre in der Zukunft. So, das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ist QNAME Minimization. Das ist jetzt keine neue Transportvorrichtung für DNS, sondern es grenzt die Metadaten ein, die beim DNS-Protokoll anfallen. Heute ist das DNS-Protokoll sehr gesprächig. Es teilt den Servern viel, viel mehr Daten mit, als eigentlich notwendig wären. Und das liegt daran, dass das DNS-Protokoll netzwerkagnostisch ist. Es weiß gar nicht, dass es im Internet arbeitet und es kennt auch nicht die Struktur des DNS im Internet, dass es da Root-Server gibt, Top-Level-Domain-Server gibt, Second-Level-Domain-Server gibt. Das ist eine Struktur, die hat sich der John Postel, einer der Väter des Internets, in den 80er Jahren so überlegt. Aber das ist nicht die einzige Struktur, mit der man ein DNS-System fahren kann. Ja, man könnte sich auch vorstellen, dass man ein zentralistisches DNS-System hat, wo es einen großen Server gibt, der weiß alles. Der hat eine riesen Datenbank mit allen Namen und Adressen. Nicht sehr sinnvoll, aber technisch wäre das möglich. Und weil das möglich ist, fragen heutige DNS-Implementationen halt so viele Sachen ab, was gar nicht notwendig ist und verteilen deswegen sehr viel Metadaten in der Welt. Und es gibt jetzt einen RFC 7816, der ist jetzt auch 3,5 Jahre alt ungefähr, der damit aufräumt und der den DNS-Resolvern beibringt, dass sie Internet-Resolver sind, dass es eine Struktur im Internet gibt und dass sie gar nicht mehr so viel fragen müssen. Das Schöne dabei ist, dass nur die Resolver angepasst werden müssen. Wir müssen weder die autorativen Server anfassen, das wäre fast unmöglich, die ganzen Admins dazu zu bringen, ihre autorativen Server zu ändern. Und wir brauchen auch die Clients und die Firewalls und die Middleboxes und so weiter, müssen wir gar nicht ändern. Das heißt, das Protokoll selber wird hier nicht geändert, sondern nur die Art, wie DNS-Resolver funktionieren. Und es ist inkrementell ausrollbar. Jeder Admin, der so einen Resolver betreibt, kann für sich zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden, ich schalte jetzt QNAME Minimization an und dann hat er die Vorteile und seine Benutzer haben die Vorteile und der Rest des Internets muss gar nichts dazu machen. Es funktioniert einfach.
So, hier sehen wir, wie traditionelle Namensauflösung funktioniert. Hier unten ist der Client, der fragt nach www.example.de Quad-A-Record, weil das ist ein moderner Client, der hat IPv6. Der Resolver hat diese Information nicht, fragt erst beim Root an, was ist denn das Quad-A-Record für www.example.de. Interessant hierbei ist nämlich, er fragt nicht, wo finde ich .de. Er fragt nicht, wo finde ich die deutsche Top-Level-Domain, sondern er stellt die gesamte Frage. Weil er nicht weiß, dass der da oben nicht vielleicht ein großer DNS-Server ist, der für die gesamte Welt alle Namen kennt, was technisch möglich wäre. Und deswegen muss er das heutzutage so fragen. Antwort kommt aber zurück, kenne ich nicht die Antwort, aber da drüben ist der DE-Server, frag den mal. Dann fragt er den DE-Server, was ist denn die IPv6-Adresse von www.example.de? Und auch hier kommt die Antwort zurück, kenne ich nicht, aber ich kenne den example.de-Server, der ist da drüben im Rechenzentrum in Frankfurt, hat folgende IP-Adresse, frag den mal. Und dann geht der Resolver hin, fragt den und der weiß die Antwort. Und hier und dort fallen jetzt Metadaten an, die gar nicht notwendig sind, nämlich die volle Frage. Und auch, was wird gefragt, nämlich wird nach einer IPv6-Adresse gefragt, nach einer IPv4-Adresse, nach einem Mail-Host oder was anderem. Das wäre eigentlich gar nicht notwendig. Und das QNAME Minimization, das räumt damit auf, das verhindert, dass an diesen Stellen Root und der Top-Level-Domain diese Metadaten anfallen und verwertet werden können. Wie funktioniert das? QNAME Minimization bringt den DNS-Resolvern bei, dass es diese Struktur gibt im Internet und die Resolver fragen dann für jede Ebene nur noch die notwendigen Domainnamen an, nämlich den Delegation-Namen oder den entsprechenden Zielnamen. Und interessanterweise ist das auch noch schneller als das klassische DNS. Administratoren, die das implementiert haben, haben gemessen und haben festgestellt, dass QNAME Minimization, wenn das angeschaltet ist, einen leichten Geschwindigkeitsvorteil bringt gegenüber klassischem DNS. Das ist jetzt nicht riesengroß, das war so im einstelligen Bereich, Prozentbereich, ja, so 8-5% Geschwindigkeits, aber immerhin, es ist nicht langsamer geworden. Ist doch schon mal gut. So, wenn QNAME Minimization angeschaltet ist, hier auf diesem Gerät, auf dem Resolver, dann, und er kriegt die Frage nach www.example.de IPv6, dann fragt er Richtung Root nur, gib mir mal die Nameserver für DE. Das heißt, jemand, der an den Root-Servern mitsnifft, weiß jetzt nur, da wurde irgendwas in Deutschland gefragt. Er weiß aber nicht, dass eine Frage nach www.example.de gefragt wurde und er weiß nicht, dass es sich um eine IPv6-Anfrage gehandelt hat. Ähnlich sieht es aus in der DE-Domain, da ist die Frage, gib mir die Nameserver für example.de. Auch hier, wir wissen nicht, dass nach einer IPv6-Adresse gefragt wurde und wir wissen auch nicht, dass nach dem Hostnamen www gefragt wurde. Und erst der wirkliche autorative Server, der kriegt die volle Antwort zu sehen, naja, das muss er ja auch, sonst könnte er die Antwort nicht raussuchen und zurückgeben. Wo gibt es das heutzutage? Der Unbound, ein populärer und sehr schneller DNS-Resolver, den es unter Unix, auch unter macOS und Windows gibt, der hat das schon eingebaut. Da kann man es per Konfiguration anschalten. Der NOT-Resolver, ein auch schneller Open-Source-Resolver aus der Tschechei, hat das eingebaut. Und der Bind wird das haben in der Version 9.14. Die 9.13 ist die derzeitige Entwicklungsversion. Da ist es schon drin. Das ist aber die Unstable-Version. Wer möchte, kann es da schon mal ausprobieren, aber bitte nicht in Produktion einsetzen. Das ist wirklich ein Unstable und da sind bestimmt noch dicke Bugs drin, die dazu führen, dass das Internet kaputt geht, weiß ich nicht was. Also wartet, wenn ihr das produktiv einsetzen wollt und ihr habt den Bein, wartet auf die 9.14. Die wird wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann rauskommen. Wenn man das eingebaut hat, kann man das einfach testen oder wenn man mal testen möchte, ob der eigene ISP das vielleicht schon benutzt. Man kann das auf der Kommandozeile tun mit dem Tool DIG. Man fragt nach einem Textrekord nach qname-min-test.internet.nl plus short. Und wenn dort die Antwort zurückkommt, hooray, QNAME Minimization enabled for your Resolver, Smiley, dann hat man es angeschaltet. Und wenn eine andere Textmeldung zurückkommt, dann ist es entsprechend nicht angeschaltet. Und wenn eine Fehlermeldung zurückkommt, dann habt ihr wahrscheinlich einen Tippfehler gemacht in der Frage. Dann müsstet ihr das nochmal vergleichen. So, dann komme ich auch schon zum Ende. Das DNS-Protokoll entwickelt sich derzeit sehr, sehr schnell weiter. Wir hatten in der ITF so eine Zeit zwischen 2008 und 2014, würde ich sagen. Da ist fast nichts gelaufen. Da hat man nur leichte Modellpflege betrieben. Und seitdem geht es wieder Schlag auf Schlag. Es kommen ganz viele neue Ideen. Es kommen
neue Protokolle. Es waren, glaube ich, letztens 18 verschiedene Internet-Drafts offen in der DNS Working Group. Das ist ein Rekord. Und es gibt durchaus kritische Stimmen. Der Bert Hubbard von PowerDNS hat einen vielbeachteten Blogpost geschrieben, The DNS Camel or the Rise of DNS Complexity, wo er sagt, wenn sich so viel ändert, dann müssen die Programmierer von DNS-Software so viel Neues da reinprogrammieren und haben gar nicht Zeit, das richtig auszutesten. Dadurch wird die Anzahl von kritischen Sicherheitsproblemen steigen im Code. Und das muss man immer abwägen. Und das war ein Aufruf an die Leute bei der ITF, doch nicht nur an neue Features zu denken, sondern auch an die armen Administratoren und die Programmierer, die das dann implementieren müssen. Meine Voraussage ist, dass in ein paar Jahren, 3, 4, 5 Jahren, die Kommunikation zwischen DNS-Client und Resolver verschlüsselt sein wird. Ich weiß noch nicht, wird es DNS über TLS sein, wird es DNS über HTTPS sein oder wird es DNS über Quick sein. Wenn ihr mich heute fragt, sage ich, es wird DNS über HTTPS sein, weil sich das so schnell verbreitet und weil die großen Player wie Mozilla dahinter hängen und das auch implementieren werden. DNS über HTTPS und DNS über Quick kann zu einer Zentralisierung führen und das ist bestimmt nichts, was wir haben wollen als Internet-Community, da müssen wir aufpassen. Es kann aber auch zu einer Dezentralisierung führen, wenn zum Beispiel später mal jeder Webserver DNS über HTTPS anbietet und ich meine DNS-Anfragen nicht nur bei meinem Provider abliefer, sondern bei tausenden Webservern im Internet. Diese Protokollerweiterungen schützen die Privatsphäre, erhöhen die Sicherheit der Kommunikation, verringern aber die Nutzbarkeit von DNS-Intrusion-Detection-Systemen und Passive-DNS. Das muss ich als Administrator im Auge behaben. Ich kann auch nicht mehr kontrollieren, was über DNS kontrollieren, was meine Leute im Netzwerk machen. Was kann ich heute schon tun? Generell als Vorbereitung DNSSEC-Validierung auf den eigenen Resolvern anschalten, um dort mehr Sicherheit zu bringen, weil eigentlich alle Dienste, die im Internet das anbieten, die machen DNSSEC-Validierung. Das heißt Cloudflare, Google, Cloud9, VeriSign, Surfnet, alle haben DNSSEC-Validierung. Es kann sein, dass ihr Benutzer habt, die deswegen von euch weggehen, wenn ihr zum Beispiel ein ISP seid und einen DNS-Dienst anbietet und deswegen die Dienste im Internet benutzen. Deswegen selber DNSSEC-Validierung anbieten. DNSSEC-Validierung wird auch sehr, sehr wichtig später dann, wenn es DNS über HTTPS gibt, weil dann kann ich ja die DNS-Daten von einem beliebigen Webserver kriegen. Und woher weiß ich denn, dass dieser Webserver nicht bösartig ist oder der Admin nicht bösartig ist und mir irgendwelche Sachen unterjubelt? Das kann ich nur wissen, wenn ich selber DNSSEC-Validierung habe, wenn ich die Daten prüfen kann. Und das geht nur, wenn die Daten auch DNSSEC signiert sind. Das heißt, wenn ihr eigene DNS-Zonen habt, signiert die. Schaltet DNSSEC an. Macht das. Wichtig. Wenn ihr Forwarding zum ISP-Resolver macht, überlegt euch, ob ihr DNS über TLS einsetzen wollt. Wenn der Provider das nicht anbietet, und das wird 100% aller Provider heutzutage sein, dann motiviert ihn. Sagt, das ist wichtig. Ja, sonst, wie bei Android 9 zu sehen, sonst geht das hinterher los mit anderen Betriebssystemen auch und der Provider wird gar keine DNS-Sachen mehr sehen und wird alles zentralisiert an Google oder Cloudflare gehen. Autorative DNS-Server und DNS-Resolver im Unternehmensnetzwerk trennen, das ist generell eine gute Idee. QNAME-Minimization anschalten, wenn es möglich ist und eigene Resolver überwachen mit Monitoring, damit man weiß, was dort passiert. So, ich glaube, ich habe noch 5 Minuten Zeit. Ich möchte noch meinen Arbeitgebern danken, dieses SYS4 AG in München, Men & Mice, den Heise Verlag und Linux Hotel, bei denen ich alle diverse DNS-Themen mache oder schreibe oder Kunden berate und die es mir erlauben, aus dem Erfahrungsschatz hier dann zu berichten, was ich so eben getan habe. Habt ihr Fragen? Dahin. Aufs Mikro warten, bitte. Warum sind denn die Backplayer so heiß auf DNS über HTTPS? Weil sie auf die Zentralisierung hoffen? Ne, Mozilla nicht. Mozilla sieht, also ich kann jetzt nicht für Mozilla sprechen, aber das ist das, was ich rein interpretiere mit dem, was ich bisher mit Leuten in der ITF gesprochen habe. Mozilla möchte wirklich die Privatsphäre der Benutzer erhöhen und möchte das wirklich so haben, dass es auch später dann über ganz beliebig viele DNS-Server geht. Und natürlich ist HTTPS ein Thema, wo sich die Firefox-Programmierer gut auskennen. Und jeder nimmt erstmal die Werkzeuge, die er gut kennt.
Ja, noch eine Frage zur Sicherheit da mit DNS über HTTPS. Man hat es ja gesagt, man kann irgendwie potenziell falsche Daten unterjubeln. Wie machen das dann die Clients? Im Prinzip müsste ja jeder einzelne Client angepackt werden, der DNS-Anfragen stellt, der es verifiziert. Weil es ist ja nun mal sehr leicht, einen HTTP-Server ins Netz zu stellen, der dann annonciert, ich biete diesen Dienst an. Ja, also entweder kann man zentral auf dem Betriebssystem validieren. So macht es zum Beispiel Systemd. Wenn ich da DNS über TLS oder später DNS über HTTPS anschalte, dann wird er validieren. Ich hoffe mal, dass die Browser, wenn die DNS über HTTPS machen, dann auch die Validierung im Browser machen werden. Das wäre ein großer Schritt vorwärts. Das gibt es bisher nur als Plugin, so als Erweiterung, dass ich mir das runterlade. Das haben aber die wenigsten Benutzer auf ihren Systemen drauf. Wenn das die Browser direkt machen können, dann erhöht sich die Sicherheit erheblich. Bevor das passiert, muss ich aber auf meinem System selber validieren, entsprechend, dass ich ein Stück Software installiere, was das dann macht. Ja, das heißt, den DNSSEC kann man auch irgendwie forcieren, weil sonst liefere ich ja einfach unsignierte Daten als böser Browser, als böser Webserver. Ich kann es nicht raustrippen. Also ich kann, wenn eine DNS-Zone DNSSEC signiert ist, kann ein bösartiger Server nicht behaupten, das wäre nicht signiert und dann unsignierte Daten schicken. Das geht nicht. Also ein Downgrade-Angriff geht bei DNSSEC nicht. Aber nicht signierte Daten, das heißt klassische DNS-Daten sind freiwillig, bei denen kann alles gemacht werden. Wenn ich bei DNS sowas mache wie TCP-Verbindungen aufrechterhalten, dann ist es ja wahrscheinlich vorteilhaft, wenn das ein Dienst auf dem Betriebssystem macht, als wenn jeder Browser und jede Anwendung selber da eine neue Verbindung aufbaut, oder? Wäre sinnvoll, ja. Da muss man schauen, wie es dann implementiert wird. Derzeit ist es halt im Firefox als Anwendung implementiert. Die einzige In-Betriebssystem-Implementierung, die mir bekannt ist, ist Systemd, die dann halt durch Updates automatisch im Linux ausgerollt wird. Ob die anderen Hersteller von Betriebssystemen da auf den Zug aufspringen, dass, also ob Microsoft das in Windows implementieren wird oder ob Apple das in macOS machen wird, das wird sich zeigen. Ist meine Erinnerung falsch, dass in der Vergangenheit, oder bei Browsern stimmt das jetzt nicht, aber ansonsten, dass man sich früher auf die libc gestützt hat und dass eigentlich der die resolve.conf liest, irgendwie der Resolver des Betriebssystems ist? Oder ist das schon, gehört das der Vergangenheit an, am Ende resolvet in Zukunft immer die Endanwendung? Ja, heutzutage ist es so, dass unter Unix-Systemen die libc den sogenannten Stub-Resolver implementiert. Das heißt, im Grunde ist es auch jede Anwendung, aber es ist die libc-Bibliothek, die einmal im Speicher liegt und das macht. Aber sie ist ja zu jeder Anwendung gelinkt. Es gibt durchaus andere Anwendungen, die, wenn sie zum Beispiel nicht mit der libc gelinkt sind, sondern irgendwie anders programmiert sind, dass die dann eigenen Resolver machen. Ansonsten ist aber das ein systemweiter Dienst. Da geht man aber von weg, weil die resolve.conf recht unflexibel sind und es geht hin zu Diensten wie dem Systemd. macOS hat das schon sehr lange mit dem MDNS-Resolver oder Responder. Ein zentraler Dienst, der die Namensauflösung macht. Ähnlich ist das auch bei Windows. Da gibt es einen zentralen Systemdienst, der die Namensauflösung macht und der von den Anwendungen derzeit per API angesprochen wird. Klingt sinnvoll. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant.